Ja. Ja, was sagt ihr allgemein zu dem Sims 3 Let's Play? Gefällt es euch nicht? Ich habe ja jetzt heute die zweite Folge veröffentlicht, beziehungsweise gestern. Gestern? Was? Zweite oder dritte Folge? Ist ja eigentlich auch relativ egal. Ja, wie kommt es bei euch an? Sagt ihr, hey, du kannst dir da auch mal irgendwelche Erweiterungen kaufen, beziehungsweise was für Vorteile haben eigentlich so Erweiterungen? Was kann man da machen? Was gibt es für Erweiterungen? Ich habe mich da jetzt noch nicht wirklich schlau gemacht. Und ja, ich werde dann auch mal nach den Erweiterungen auf jeden Fall schauen. Und ich werde euch dann die Erweiterungen nennen, wo ich sagen würde, ja, das würde mich auch interessieren. Die Mehrheit darf sich dann für eine Erweiterung entscheiden, die ich mit dazu nehmen soll. Das können wir dann auf jeden Fall auch machen. Weil so Erweiterungssachen sind doch recht lustig. Ich weiß nicht, ich habe irgendwo nur mal was mit Party gesehen und weiß der Teufel, was es auch gibt. Ja. So ist das halt, so ist das halt. Nam, 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 nam. Ja, und irgendwie bin ich heute ein bisschen gesprächsfaul. Warum? Keine Ahnung. Gibt halt so Tage, wo man mal gesprächsfaul ist. Baustellen ausmachen. Okay, das haben wir geschnallt. Gibt es sonst irgendwas, was ich ansprechen sollte? Ja, es gab jetzt doch ein paar Mal eine Hunger Games Runde oder eine Survival Games Runde. Ja, wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, könnt ihr mich unter dem Skype-Namen Baby Boots Play adden. Und es wird dann immer wieder mal spontan sein, wo ich sage, ja, hast du Bock, eine Runde Hunger Games hin und her, ich nehme das Ganze auf. Ja, das sind keine Sachen, die ich dann wirklich im Vornherein plan, sondern wenn ich sage, hier, ich habe jetzt Zeit, die Leute, die online sind, schreibe ich an. Wenn sie Bock haben mitzumachen, machen sie mit. Wenn sie nicht online sind, kann ich sie auch nicht anschreiben. Ja, weil ich doch jetzt zwei, dreimal die Nachricht bekommen habe, ich habe das gar nicht mitgekriegt und bla bla bla. Ja, Leute, wenn ihr mich im Skype addet, kann es immer wieder mal passieren, dass ich dann sage, hey, ich mache heute eine Hunger Games Runde und so viel Uhr, hast du Bock mitzumachen? Ja, das passiert bei mir dann relativ spontan. Ja, deshalb, wenn ihr mal Bock auf solche Sachen habt, dann edit mich einfach und wenn ich dann lustig bin, kontaktiere ich euch bzw. schreibe euch an wegen solchen Sachen. Ja, was sagt ihr eigentlich zu der ganzen Mindset-Geschichte? Gefällt es euch? Gefällt es euch nicht so? Ja, ich meine, man muss sich da doch ein bisschen auskennen, dass man weiß, wie man das zu spielen hat. Weil ich zum Beispiel als kompletter Mindset-Anfänger sterbe dann doch relativ oft und ja, weil die Zombies doch ziemlich stark sind. Ja. Und es gibt es doch nicht, jetzt war hier eine Engstelle und jetzt muss ein LKW meinen, mich zu überholen. Also jetzt darf ich natürlich bremsen, weil von rechts noch Leute kommen, Drecks-LKWs ständig. Die regen mich auf, die fahren hier wirklich rum wie die Bekloppten. Hoffentlich hält man die mal an. Mann, 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 Mann. Ja, das ist mir auch mal passiert, dass ich eben gerade die Strecke von Cadelsburg Richtung Nürnberg gefahren bin. Auf der Schnellstraße eben. Oder Autobahn, was auch immer das ist. Und ja, das war mit meinem Polo damals noch. Und ist auch ein LKW neben mir gefahren und der ist dann auf einmal rechts rüber und ich konnte gerade noch eine Vollbremsung reindrücken, sonst wäre ich nämlich in die Leitplanke reingefahren und ihr könnt euch ja vorstellen, wie das mit einem 20 Jahre alten Auto geendet hätte. Das Auto hat weder irgendwelche elektronischen Sachen drin gehabt, noch einen Airbag oder sonst irgendwas. Ja, und dann mit so einem Auto in die Leitplanken fahren ohne Airbag, ja.
das wäre nicht so gut gewesen. Beziehungsweise das hätte richtig böse enden können. Ja. Es ist halt immer die LKW-Farbe. Genauso.